Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu Resident Evil 2. Wir sind hier wieder im Polizeirevier und machen auch genau hier jetzt weiter. Wir wollten jetzt nochmal eben wieder zurück in den Zensierraum. Weil diesmal nehmen wir ruhig allen möglichen Scheiß mit. So, das nehmen wir mit. War da ein anderer drin? Der andere Seite, ne? Nehmen wir auch mit. So, dann haben wir wieder ein bisschen Brandmunition. Dann gehen wir einmal eben nach oben. ECM war das gewesen. DCM. Devil Cry May. Noch eine höher. Und was haben wir hier? Way! Nochmal Muni. Das Treppenhaus ist leer, das andere noch nicht. Hochleistungs... Oh, die haben wir vergessen. Okay. Hier liegt auch noch was. Verschlossene Tür. Basketballplatz. Hier hinten noch eine verschlossene Tür. Das wäre natürlich auch noch interessant. Also auf dieser Fluranhöhe soll noch was sein. Hast du zufälligerweise sowas? Nö. Ah klar, natürlich. Die roten Kräuter. Können wir nicht mehr mitnehmen, Freund. Fächerraum, aber ich wüsste zu gerne, wo wir dann noch einen weiteren Tresor haben für die weitere Taste. Weil muss ja irgendwo dann noch sein. So, das brauchen wir natürlich nicht. Oh, warte mal. Hier mal eben nachfüllen. So. Schießpulver brauchen wir gerade nicht, das nicht, das nicht. Ist leer. Schlüssel können wir noch irgendwo benutzen. Warte mal. Wir haben ja oben ein rotes Kraut. Ja. Das bedeutet, das verstauen wir und nehmen dann einfach ein grünes Kraut mit. So, und dann haben wir gleich einfach wieder Heilung dabei. Oh. So. Dann haben wir das Treppenhaus auch leer und das untere ist auch. Also alle Treppenhausteile leer. Transformatorraum kommen wir nicht rein. Unter
Untergrundanlage. Da kommen wir auf jeden Fall nochmal hin. Aber hochwertige Munition ist natürlich so eine Sache. Ne? Also, das ist schon nicht schlecht. Ich wüsste zu gerne, wo wir den Karo-Schlüssel nochmal benutzen können. Weil der ist noch nicht aufgebraucht. Wo haben wir den noch nicht benutzt? Die sind ja alle... Das ist eine Kreuztür. Wäschekammer wahrscheinlich. Das könnte natürlich sein, dass das die olle Wäschekammer ist. Hm. Ich kann sagen, hier ist wohl. So. Ach komm! Du einfach liegen! Ja, natürlich ist es die Wäschekammer. Da finden wir jetzt auch den kleinen Taschentresor. Oder? Nicht? Nö. Wo soll ich den übersehen? Da. Genau, den wollte ich doch mal eben haben. Also. Den. Also den. 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 Ja. Wir sollten einfach mal anders gucken. Also das ist jetzt 1. Danach kommt 1, 5, 3, 4. Ja. 3, 4. 1, 5, 3, 4, 2, 8. Oh. Und jetzt 1, 3, 4. Oh, ein Knopf! Au! So. Haben wir den Raum auch leer. Schön. Dann kriegen wir jetzt auch den Schließfächerraum leer. Das ist ganz toll. Er ist beschäftigt. Schrei nicht so. Depp, du. So. Was ist mit dir los, Marvin? So. Ups. Ach nee, können wir ja machen. 103, Enter. Messer. 203, Enter. Tasche. Sehr schön. So.
Dann schauen wir hier nochmal eben ganz fix. Irgendwo was drinnen liegen lassen haben. Obwohl, das geht auch einfacher. Ne, haben wir nicht. Genau, war gerade am Überleben. Kommen wir den am schnellsten wieder raus. Das machen wir hier. Können wir hier wieder nach unten fahren. Schlüssel können wir wegpacken. Ein Messer können wir wegpacken. Die Patronen behalten wir. Alles klar. Fahrstuhl auf. Garage haben wir das auch von hier aus erreicht, oder? Irgendwie zumindest. So, irgendwo sollten hier noch Patronen sein. Natürlich im Nebel. Wo auch sonst. So. Ich würde ganz gerne noch mal wieder in den Garagenbereich kommen. Und den haben wir erreicht vom Büro des Chefs aus. Welches weiter oben war, ne? Ja, genau. Da mussten wir wieder ins andere Treppenhaus. So habe ich das auf jeden Fall gerade in Erinnerung. Da müssen wir jetzt hier direkt auf dem richtigen Weg sein. Außen hört man die Dudes noch. Gehen wir kurz hoch. Kommen wir hier wieder runter und dann kommen wir auch zum Büro des Chefs wieder. Wie auch immer ihr es nennen möchtet. Wie man sieht, der Fahrstuhl ist noch weg. Das haben wir natürlich gleich wieder mit einem Arsch voll Hunden zu tun. Aber das finde ich jetzt, um ehrlich zu sein, gar nicht so schlimm. Ich muss mir bloß eben auf der Karte angucken, wie haben wir im besten Falle da durchzurennen. Das haben wir eingesammelt. So, geht ab hier jetzt schon die neue Karte? Ja. Hier müssen noch zwei Dudes sein oder hat. Ne, die hatten wir umgebracht, ne? Säure oder so? Also zumindest müssen die recht kampfunfähig sein. Sind jetzt einfach mal gar keine Gegner mehr? Okay. Umbrella und die Leute freuen sich. So, da vorne ist der Basketballplatz. Yeah. Bleib doch mal liegen.
Ah, und vor allem den Basketballplatz, den kennt man ja auch noch aus dem zweiten Teil in der Regel. So, Basketballplatz, da könnten wir hier rechts rüber. Durch, dann durch den Basketballplatz. Sind hier eigentlich irgendwo noch die ganzen Pfiffis? Außer es hat irgendjemand seine Hunde zurückgerufen. Dann sind sie natürlich nicht da. Oder die sind jetzt in dem Bereich, weil wir da zuletzt gewesen sind. So. Irgendwie muss man da hinten noch hinkommen. Okay. Durch den Bus natürlich. So. Hier dürfte eigentlich nichts mehr übrig sein. Die Säurepatrone müsste sich normalerweise komplett zerfressen haben, mein Freund. Oh, Jan. Wackelt der da fröhlich vor sich hin? Ich habe gar nicht gesehen, wo wir da so schnell durchgerannt sind. Ach so, ja, jetzt kommen wir hier wieder nicht rein, deswegen die rote Tür. Irgendwo haben wir irgendwas nicht eingesagt. Was war denn das? Was war das für ein Quietschen gerade? Wo in diesem Bereich soll hier noch was liegen? Also der Bereich ist rot, so viel steht fest. Das sehen wir und das wissen wir. Er hat nichts. Er hat offenbar auch nichts. Schreck dich nicht so, ist so eine Reaktion. Das war so. Och, ein Kraut, ey. So, auf jeden Fall. Kommen wir natürlich nicht mehr weiter zum Waisenhaus. Das Waisenhaus ist komplett abgegrast. Okay. Kanalisation. Da haben wir noch den Steuerraum. Da ist noch ein Kombinationsschloss. Und hier haben wir noch die Figuren. Okay. Da sind wir einen langen Weg gelaufen. Der ist auch wieder zurück müssen. Weil zum Waisenhaus kommen wir jetzt nicht mehr. Aber es ist schon mal gut, dass die Hunde weg sind. Also, ist gar nicht mal schlecht. Dürfen wir hier durch? Sieht es nicht so, es ist nur ein bisschen Regen. Hm? Oh, 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 oh. Nein, ach Mann. Hätte ich lieber Munition verschwendet, aber ist ja egal. So. Jetzt sehen wir das auch so mal ganz schön. Noch mal umgucken, ne? Wer weiß, ob hier wieder irgendwo so ein Mr. Raccoon rumhängt. Also wir können hier mit Claire auch nicht durch den Waffenladen. Das ist auch anders, das wissen wir ja bereits.
Aber ich glaube, dann haben wir so ziemlich alles abgesucht. Steig doch einfach ein und fahr weg. Lass die anderen Leute ihr Schicksal. Oh. Welche Richtung? Da lang. Weil mit Claire konnten wir über das Büro des Chiefs. Sache muss ich natürlich noch mal eben checken, weil ich vergessen habe, ob wir sie gemacht haben oder nicht. Und es würde jetzt auch nichts bringen, danach zu fragen, weil ihr darauf antwortet, weil ihr ja bereits abgedreht. Aber wir gehen jetzt hier auf jeden Fall wieder hoch. Unten bei dem Licker hatten wir auch alles. Schön das aussieht, wenn man hier wirklich alles eingesammelt hat. Wir hatten noch ein Zahlenkombinationsschloss, was in der Untergrundstation gewesen ist. Warum rennst du gegen die Tür? Benutze doch mal die Hand. Türen öffnen. Wir haben auch noch ganz viele Holzbretter übrig, damit wir Fenster verschließen könnten. Aber naja, was soll's. Ja, schön ist, dass wir hier keinen Drang haben, also keinen zeitlichen Drang, aufgrund dessen, dass wir hier irgendwie noch von dem Dude verfolgt werden. Ha! Der Bruchlandungstyp, ey. Und hey. Nee, ist gar nicht Marvin. Ein anderer, der hier rumzappelt. So. Genau, das wollte ich nochmal überprüfen, aber haben wir. Gut. Dann geht's jetzt eben zurück. Einmal Kräuter fressen. Echt jetzt, das hat nicht... Das hat jetzt nichts gebracht. Ja! Dann ist gleich schon wieder verschwendet, ey. Ohne Scheiße, hätte ich da mal gleich was draus gemischt. Oh nö. Andererseits haben wir noch genug Heilung, also sind wir jetzt nicht vehement drauf angewiesen. Zurück. Und dann in den Fall. Dann sind wir auch wieder in der Untergrund. Oh, warte mal. Versteck. Klar. Natürlich. Das Radio ist in dem ersten Raum. Das Telefon? Das ein und derselbe Raum? Okay. Ich glaube... Ich glaube, ich muss doch nochmal zurück. Wenn da ein Versteck ist, dann wird uns das ja auf der Karte auch nicht angezeigt, dass da irgendwas zu finden ist. Das Versteck ist, da müssen wir nochmal wieder eben hoch. Dort, wo wir in dem ersten Trakt normalerweise mit Leon gewesen. Und wir da jetzt, ja, mit Claire. Das möchte ich dann eben untersuchen. Müsste hier hinten sein. Und
ich meine, das erste, also dieses Dingsbums-Zimmer da. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Hier hätten wir alles leer geräumt. Was ich meine, ist dieser Raum hier. Okay. Deswegen guckt er da durch. Hier, so. Ui. Nadelkartusche. Das war das. Und dann hatten wir noch eins. Da ist ein Telefon. Warum kann man da nicht näher ranzoomen? Telefon, umgeworfener Becher und... Ich glaube, das könnte... Das könnte hier in dem ersten Büro sein, oder? Hi Leute. Ich hab da nichts dabei. Echt jetzt, du kletterst da rüber? Oh. Ach, wo kommst du? So, das hole ich mir wieder. Was, hey? Was, hey? So. Hält dir denn ein? Und ihr da hinten alle? Was zu? Tritt doch zu! Tritt dich auf den Scheißkopf, ey. Echt jetzt? Da hat jetzt eine Patrone gereicht, oder was? Eine Patrone! Eine... Mann! Echt jetzt? Komm. Das lass doch mal nach. So, das muss gewesen sein. Ja. Und jetzt euch, Freunde. Beißen lassen wir uns jetzt nicht. So, das war's so mit euch, oder? Natürlich wieder nochmal aufstehen. Echt jetzt? Echt jetzt? Messer kaputt. Okay. Schnetze fest vorüber, oder? Alter! Sag mal. Habe ich schon vergessen, wo wir hin wollten. Wir wollten auf jeden Fall zu irgendeinem Büro. Hier ist es nicht. Tschüss.
Och nö. Nur ein. Wo finden wir denn das andere Büro? Echt, da steht immer noch einer. Warte mal, hier vielleicht drinnen? Oh, ein Becher. Das hier? Nee. Boah, das sieht ganz nach einem solchen Büro hier aus, irgendwie. Umgeworfene Becher. Na, auch. Wie ist denn hier? Auch nicht. Telefon, umgeworfener Becher und da liegt noch ein Bücherstapel mit dabei. Wo haben wir denn Büroschreibtisch mit einem... Warte mal. Schwarzen Telefon. Vielleicht in dem anderen Bürotrakt? Da könnte man hier vorne nochmal durch. Also sonst kommen wir da glaube ich nicht hin. Ich gehe bloß davon aus, dass hier jetzt Licker sind, oder? Oder so einer. Hey, mein Freund. Oh. Ha. Was ist das denn für ein... Einmal auf die Nüsse. So, Licker sind da. Okay, dann müssen wir uns das in der nächsten Folge antun. Ich danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal bei Resident Evil 2. Ciao.